Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Unboxing Time, wie ihr es seht. Ich habe doch dann wieder zugeschlagen. Whiskey.de feiert 25 Jahre Jubiläum. Und ich habe gedacht, ach, ich kaufe mir doch ein Eagle Rare. Ein, wie heißt das denn? Private Barrel Select. Mein Eagle Rare war gerade eben alle und dann habe ich gedacht, gut, wird gekauft. Lass uns sehen hier. Die machen immer Papier jetzt rein, was auch umweltfreundlicher sein soll. Ich sage einfach mal okay. Und die kommen immer in diese Schachteln da rein. Du, 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 du. Single Barrel. Exclusive, sogar auf Deutsch. 25 Jahre Whiskey.de Select. So. Interessant. Auf der Rückseite. Ich versuche das mal hier zu zeigen. Könnt ihr das hier sehen? Da steht tatsächlich hier: Diverse Spezialitäten Hubert Unterberg Allee Rheinberg. www.diversespets.de. Ha. Das heißt, diese kleine Aufkleber kam drauf. Das haben sie einfach extra gemacht. Und das haben sie auch irgendwo hier rüber geklebt. Da würde mich echt wundern, was darunter ist. Denn das musste eigentlich, das sind 700 Euro, 700 CL Flasche. Ja, ich kriege das gar nicht abgepolt. Alles live hier, würde ich gerne das auch gut hinkriegen. Ah, vielleicht kriege ich das doch ein bisschen hin. Oh ja, ja. Also, ich arbeite daran und schau mal, wie es so geht hier, was darunter ist. Ne, kriege ich nicht so gut ab. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Hätte ich gerne. 45% Alkohol bei Volumen. Hier haben wir 10 Jahre alte Eagle Rare. Und natürlich am besten wäre es, ein normaler Eagle Rare zu vergleichen hiermit. Wäre am besten, nicht wahr? Aber Jason hat kein Eagle Rare mehr. Deshalb hat er extra diese Flasche gekauft. Ich habe schon einige Eagle Rare schon hier verkostet. Ich glaube auch, ich habe vor einem Jahr habe ich auch aus Holland einen Single Barrel, der seinen Weg hier nach Deutschland oder Europa geschafft hat. Und ja, die unterscheiden sich nicht so enorm viel, sage ich mal. Ja, ein kleines bisschen schon, aber nicht wirklich. So, ich verbringe die Zeit dabei, meinen Eagle Rare, 10 Jahre alt, hier vor der Kamera zu genießen ein bisschen. Aber ich möchte auch ein kleines bisschen auch über Whiskey.de etwas erzählen. Die feiern 25-jähriges Jubiläum und ich bin dort Clubmitglied. Und das finde ich bisher eine interessante Sache. Man kriegt immer eine Flasche. Das erste Mal, wo ich da Mitglied war, habe ich eine, wie heißt das nochmal? Ein Three Woods gekriegt. Es war nicht der Bushmills Three Woods, sondern Ockentoschen Three Woods. Die Flasche wollte ich sowieso haben, hat irgendwie bummelige 60 Euro gekostet. Und dann habe ich 80 Euro für Mitgliedschaft bezahlt und dann habe ich 5% jedes Mal Rabatt gekriegt. Das habe ich schnell rausgekriegt bei meiner ganzen Flasche hier. Und auch jetzt mittlerweile muss ich auch sagen, bei The Murray hier, bei die Tula Bardeen, The Murray habe ich noch nicht aufgemacht. Ich weiß noch, die Flasche ging auch durchs Internet immer wieder, wird angeboten. Weil irgendwie ist das nicht der Hit zurzeit. Naja, eine andere Flasche wäre vielleicht ein bisschen besser geworden. Aber die 5% Rabatt ist interessant. Und jetzt endlich, sage ich mal, Horst hat auch was verstanden. Er hat verstanden, seinen Clubmitglieder auch exklusiv Dinge anzubieten. Zum Beispiel diese Flasche hier wurde erstmal nur exklusiv deinen Mitgliedern angeboten. Und wenn deine Mitglieder das nicht alle haben wollten, dann wurde es erst im Publikum angeboten. Geschäftlich macht das Sinn. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich darüber ärgert und sagt, oh, ich hätte es so gerne gehabt, aber ich will kein Mitglied werden. Es ist ein 25-jähriger Jubiläum. Der ist ein bisschen rötlich. Also die ganze Zeit schaue ich mir das hier an. Jason hat ein bisschen, ja guck mal, der hat auch echt tatsächlich einen Hauch vom Rot da drin. Wo kommt das nun her? Der ist ein bisschen pfirsisch. An Farbe. Das ist interessant hier. Wo kommt das nun her? Das sollte in meinem Eagle Rare nicht drin sein.
Ja, das macht geschäftlich sehr, sehr, sehr viel Sinn. Auch wenn ich ab und zu tangiere oder einfach mal ausschweife jetzt hier, da ist es einfach meine Art, denn da zu denken. Werde Mitglied bei whisky.de, wenn du mehr aus 400 € im Jahr kaufst an Whisky. Wenn deine Frau sagt 50 € pro Monat, 50 mal 12 sind 600 € im Jahr. Könnte sich da schon lohnen. 500 mal, also 600 durch die 30. Alleine da hast du 20 € Rabatt. Okay. Ich habe ein paar mehr Sachen gekauft. Also von daher hat sich das für mich hier schon rentiert. Mehrfach. Horst überlegt schon, und das ist das, was ich auch im Begrüßen und auch sagen würde. Ab und zu mal gibt es wirklich Flaschen, die er kriegt nur 50 oder 100 zugeteilt. Und bevor sie online da gehen, vielleicht sollte er seine exklusivsten Kunden dort anschreiben und sagen, wollen Sie, Sie haben 24 Stunden Zeit, greifen Sie zu mit einem geheimen Link, was niemand anders sieht. Und danach geht es zu den normalen Clubmitgliedern und danach geht es dann hier zum Publikum. Auch diese dreistufige Sache würde ich sehr begrüßen bei ihm, obwohl ich nicht glaube, dass ich in der ersten Stufe reinkomme. Obwohl ich vierstellig dort bestelle im Jahr, ist das nicht genug, denn es gibt Leute, die eine einzige Flasche das bestellen, was ich im ganzen Jahr hier bei, keine Ahnung, 50, 60, 80 Flaschen bestellt habe. So, meine Nase sagt, genug Zeit im Glas gehabt. Ach, eine richtig schöne, schöne, schöne Sache hier. Welche nehmen? Oh ja, genau. Also ich werde hier einen Vergleich machen mit dem. Nee, den darf ich nicht nehmen. Das ist der Barrel Proof. Wir nehmen den normale Elijah Craig. Small Batch. Das wird unser Vergleich sein. Zwei neue Flaschen übrigens. Auch da werde ich irgendwann mal hier einen Vergleich machen mit dem neuen Elijah Craig und dem alten Elijah Craig. Denn ich habe noch den alten Elijah Craig. Für mich gab es ursprünglich keinen Grund, den Eagle Rare nicht leer zu machen. Da wurde auch eine Sample-Bestellung reingegeben und habe einfach leer gemacht. Dass ich das eines Tages vergleichen sollte mit der Sonder-Single-Barrel-Edition hier von whisky.de zum 25. Jubiläum, war ich sehr überrascht. Letzte Sache zum Horst, zu whisky.de. Immer wieder erzählt denn auch Herr Lüning, dass tatsächlich der Geschäftsidee war seine Frau. Er hat damals gearbeitet noch, kam später dann dazu. Das finde ich immer ehrlich und offen. Und da durch seine Unterblog, glaube ich, hat er mehr Berühmtheit bekommen als tatsächlich seine Whisky-Videos. Aber das ist einfach nur meine Meinung dazu. Gut, Elijah Craig, Small Batch, Eagle Rare, Buffalo Trace, Heaven Hill. Buffalo Trace, nicht Heaven Hill, Buffalo Trace and Buffalo Trace, Entschuldigung. Wer bin ich jetzt hier zu sagen, dass das alles hier nicht so war? Genau, also Bardstown, Elijah Craig Distilling Company, wow. Importeur ist Borco. Vielleicht sollte ich mich bewerben bei Borco, da als Whisky-Importeur für Amerika zu arbeiten, das wäre cool. Mhm. 45%, 47%. Ich wette mit dir, dass 47% von Elijah Craig weicher ist als dieser Laden, dass der Eagle Rare 10 Jahre alt. Also ich habe schon bestimmt, das ist meine vierte Flasche, glaube ich, in meinem Whisky-Laufbahn. Und die ist scharf. Die hat echt ein bisschen Biss. Die haben nicht das schönste, den besten Fass ausgesucht, der ein Honeypot ist, der wirklich einfach weich und schön ist, sondern ihnen wurde was angedreht, sage ich einfach mal so, der wirklich hier, jo, ein bisschen, paar Umdrehungen extra, ein bisschen Rauheit hat, sagen wir, ein bisschen rough around the edges, also ein bisschen eckig und kantig noch bleibt. Nase ist gut. Viel mehr Pfeffer als eigentlich sein musste.
Also das ist nicht mein Lieblings-Ego-Rare, den es jemals gegeben hat. Auch hier, mein Small Batch Elijah Craig ist echt nett. Also das muss ich schon sagen, Leute. Der 12 Jahre alte an Angaben, und die haben echt darauf geachtet, muss nicht sein. Die sind, zum Teil gewinnen die Small Batches ohne, also wenn die blind verkostet werden, gegenüber der normale alte 12 Jahre alt. Sehr gut. Wow, echt gut. Hat alles, was man braucht für einen guten Elijah Craig, einen guten Bourbon. Absolut hier. Ich muss sagen, gefällt mir besser heute als das. So, Eagle Rare auf meiner Sample-Liste. Die Whisky.de 25 Jahre Jubiläumsflasche. Mehr habe ich hier nicht momentan. Wer unbedingt Eagle Rare von mir haben will, ist damit auch gezwungen, hier auch diese Flasche dann zu nehmen. Ja, eine schöne, schöne Flasche. Also dieser Eagle, also unser Adler da drauf. Also die Flasche ist hier momentan. Ich versuche mal die Farben so gut hinzukriegen. Die Etikett hier hinten macht das nicht so einfach. Jo, naja, kriege ich heute nicht hin. Also ich kriege das auf der Seite hier. Ja, da kriegt man das wunderbar hin. So, machen wir einfach mal so. Dann machen wir auch noch so hier. So, ihr könnt das sehen. Das ist wirklich bräunlich. Also da ist hier ein Hauch von Rötlichkeit immer noch da drin. Ist interessant. Meine Frage des Tages. Also Jason hat 10 Minuten hier gelabert oder 12 fast beinahe. Genau, es steht noch 94, ich habe 24 zuerst gesehen und dachte, welche Bourbon unter 30 Euro gefällt euch am besten? Heute ist das meine Elijah, unter 40 Euro, also keine Ahnung, ist das meine Elijah Craig. Auch sogar der Small Batch ist absolut eine richtig, richtig tolle, eine tolle, tolle Bourbon. Gut, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Liken, abonnieren, immer wieder neu auf meine Sample-Liste schauen. Bing, bam. Und auch dann dort bei Amazon. Den kriegst du nicht, aber der andere Eagle Rare. Kauf bitte was anderes, das ist billiger, woanders. Und da freue ich mich, wenn ihr einfach mal sowieso was vorhabt zu kaufen. Klickt auf meinen Amazon-Link und dann das einfach stattdessen mitzunehmen. Ja. Jeden Tag, montags bis freitags, Weltwhiskys mehr oder weniger, samstags Scotch Whiskys und sonntags dann dort meine Livestreams. Bis dann, ciao, Whisky Jason hier.